Was hier bei unserem kleinen, klugen Nelson noch fleißig geübt wird und wie Spielerei aussieht, wird später in der Natur für ihn lebenswichtig und als Verteidigung gegen seine Feinde wie Iltis, Marder, Wiesel und Schlange blutiger Ernst. Es gibt für ihn nur zwei Möglichkeiten, sich zu wehren. Einmal, indem er sich nur zusammenrollt und abwartet, oder zweitens, einen sich auf ihn zubewegenden Feind durch blitzschnellen Zubiss und nachfolgendes Totschütteln abwehrt. Instinktiv wird er jeweils die eine oder die andere Methode wählen. Den Angriff einer Schlange zum Beispiel wird er zunächst zusammengerollt über sich ergehen lassen, bis sie an seinen Stacheln ihr Gift verspritzt hat, um sie dann auf die oben beschriebene Weise totzuschütteln. So erklärt sich das Märchen vom giftstarken Igel. Ein Igel kann ebenso wenig Gift vertragen wie andere Tiere auch. Hier ist das Stoffhäschen der Ersatzfeind und ist vom vielen Totschütteln schon arg strapaziert. Pilatus übt sich. Er schreckt auch vor großen Tieren nicht zurück. Mutig geht er den schwarzen Stoffpuma an und schüttelt ihn. Wendig und beweglich beißt er schnell zu, wo immer er ihn erwischen kann. So temperamentvoll können also unsere kugeligen Stachelritter sein. Wer hätte das gedacht?